Hey Leute, hier ist eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Golden Sun, die vergessene Epoche. Im letzten Part haben wir, wir waren in Loho und jetzt sind wir irgendwo ganz woanders. Ja, also wir waren hier und sind jetzt hier. Ich kann gerne sagen, warum. Ich hatte diesen Part hier schon mal angefangen aufzunehmen, nur dann kam mitten im Part Bauarbeiten und dann, ja, war das so schlimm, dass ich mich nicht mehr verabschieden konnte und dann habe ich einfach, ja, was habe ich dann getan? Ich habe den Part abgebrochen und ich werde jetzt die ganzen Plätze besuchen. Ich habe den Magma-Felsen gefunden. Ich habe sogar mal nachgefragt gehabt, ihn dann, während ich auf die Antwort gewartet habe, gefunden und dann die Aufnahme angemacht gehabt, auch etwa hier in der Gegend und dann bin ich zum Magma-Felsen gegangen und ja, nee, verdammt, ging halt nicht. Na gut, sehen wir uns mal hier um. Dann müssen wir jetzt eine Kleinigkeit mit Zyklon machen. Dann legen wir hier eine Leiter frei. Ja, das ist jetzt nicht blind, bis wir ein bisschen im Magmafelsen drin sind. Ab dann ist es blind. Halt, weil ich es neu aufnehme, weil die haben hier gebohrt, gehämmert, gleichzeitig. Das ging überhaupt nicht. Du konntest nichts verstehen. Vor allen Dingen, weil das direkt über meinem Zimmer war. Und mir hat natürlich keiner Bescheid gesagt. Hätte man mir Bescheid gesagt, hätte ich nicht aufgenommen. Bin ich ehrlich. So, dann müssen wir jetzt hier hoch. No, ich mag die Musik hier voll. So, dann einmal hier. Eine Glücksmedaille. Sehr schön. So, und dann geht es jetzt auf Richtung Magmafelsen. Da werden wir jetzt ein bisschen mit dem Boot fliegen müssen. Das macht aber gar nichts. Das geht nämlich ganz einfach. Einfach an den Wäldern vorbeifliegen. Ein wenig hier lang. Wir könnten auch so hier lang fliegen. Aber, also hier lang laufen, aber ich wollte das Boot in der Nähe haben, wenn wir dann halt wegfliegen und so. Und ja, hier ist der Magmafelsen. Ist das nicht eine geile Musik? Ernsthaft? Wow. Das ist schade, dass man meine erste Reaktion darauf nicht sehen konnte. So, ich werde jetzt mal kurz die Shortcuts ändern. Wir machen auf L Telekinese und auf R machen wir Detonation. Warum, seht ihr später. Und ja, da ich den Teil schon aufgenommen habe, weiß ich das ja jetzt. Das ist auch ärgerlich. Das Rätsel mit der Detonation hat sehr lange gebraucht bei mir, bis ich mir das wirklich merken konnte. Aber zuallererst müssen wir hier rein, denn hier haben wir eine Truhe. Ach nein, sie ist ein Mimik. Und da das nicht mal eine Stunde her ist, dass ich das aufgenommen habe, ist das natürlich noch alles frisch in meinem Schädel. Das macht aber nichts, dann habe ich wenigstens einen kleinen Vorsprung, bis ich wieder irgendwo stolper und es nicht mehr weiß. Und, ach, ein Fluch, okay. Na gut, hauen wir die Mimik-Truhe weiter um. So, erledigt. Und was bekommen wir? Wir bekommen einen Apfel, den Apfel gebe ich wieder Ivan. So, den benutze ich mal an Ivan, so. Weil wenn, dann will ich mich um alle Charaktere kümmern. So, hier können wir nichts weiter machen. Wir müssen jetzt nämlich nach draußen. Ich kann ja... Ich sag, ab wann es wieder blind ist. Keine Sorge, Leute. So, jetzt müssen wir hierher. Und jetzt haben wir dieses Ding. Das muss die Säule kaputt machen. Und das machen wir mit Detonation. Wir laden nämlich jetzt die Statue hier auf. Und die Statue schießt dann einen Feuerball hier rauf. Und dann können wir den weiteren Weg frei machen. Indem wir nämlich hier lang gehen, die Treppe nicht mehr blockiert ist, oder die Sprossen, sagen wir es mal eher so. Dann schieben wir hier den Felsen zur Seite. Können wir nach hier. Da. Dann könnten wir hier runterrutschen eigentlich. Müssen wir das? Ne, müssen wir nicht. Obwohl doch, müssen wir. Dann müssen wir nämlich hier rauf. Moment, es fehlt noch eine Kleinigkeit. Dann hier Detonation. Müssen wir aufladen. Allerdings wird diesmal nichts abgefeuert, sondern wir können dann gleich eine kleine... Ja, wenn wir jetzt drauf springen und ein bisschen warten. Es muss ein bisschen Zeit vergehen. Nämlich jetzt kommt eine kleine Feuersäule und die macht uns dann den Weg nach oben frei. Das ist einfach nur die gesammelte Kraft unserer Detonation. So, dann sind wir jetzt nämlich hier oben. Dann können wir nach hier. Dann können wir hier runter und uns hier oben noch ein wenig umsehen. Dann sehen wir hier eine Truhe. Okay, da ist eine Truhe. Die finden wir bestimmt auch noch. Die habe ich sogar gefunden. So, und wir brauchen gleich Wachstum. Das heißt, wir müssen gleich einen Djinn austauschen. So, und den weißen Greif kenne ich tatsächlich auch nicht. Im Übrigen zum Hintergrund vom Magmafelsen. Ich finde den absolut episch.
So. Dann hier, dann da, dann hier. Das sollte es gleich gewesen sein. Sehr schön. Dann gehen wir mal nach hier. Und dann finden wir hier eine Treppe nach unten. Und da ist die Truhe. Hm, was ist da wohl drin? Ein Öltropfen. Yay. So, dann kann man hier hochklettern. Hier könnte man was mit Detonation machen. Und hier bräuchten wir wieder Wachstum. Heißt, ich will vorher noch was anderes machen. Denn dazu müssen wir einen Djinn austauschen. Ich gebe dann mal... halt irgendeinen Djinn, weil dann kann Mia das alles lernen. So, dann werde ich gleich auf L Wachstum setzen. Und ich muss leider schneiden. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Ich musste kurz mit meinem Vater was besprechen. Ich hatte was in der Spüle stehen lassen und er wusste nicht, was ich damit gemacht habe und wollte wissen, was damit ist. Weil er Schiss hatte, dass es kaputt gehen könnte. Und nein, ich will die Pflanze nicht explodieren, sondern wachsen lassen. Im Übrigen, hier ist auch schon wieder die Stelle, wo ich da den Part abbrechen musste. Und, ah, okay. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Wenn ich da die Ranke wachsen lasse, kann ich da weitergehen. Und was ist hier? Das würde ich auch gerne wissen. Hier geht das noch weiter. Ah, okay. Also muss ich jetzt mehrere Reihen höher klettern, um das zu machen. Kein Problem. Ich frage mich nur, warum jetzt plötzlich so ohne Vorwarnung sowas wie Wachstum tatsächlich jetzt einen höheren Stellenwert bekommt. Naja, das ist jetzt aber nicht mein Ding. Es wird verlangt, also wird's gemacht. Sage ich jetzt mal. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Ich meine, man kann das ja mit den Djinns später noch umändern. So. Was ist denn, wenn ich hier jetzt was... Ah, verdammt, schon wieder Taste verwechselt. Ja, ja. Gut, was ist hier oben? Das würde ich gerne wissen. Oh, hier ist eine Sackgasse. Ah, okay. Aber ich verstehe, was ich hier tun muss. Oh, das ist böse. Wenn man so über lange Sicht guckt. Okay, wenn man so über die lange Sicht guckt, ist das ein extrem böses Rätsel. Ich werde euch mal gleich zeigen, um was es geht. So. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Special Effects immer noch, jedes Mal, wenn ich sie im Kampf kriege, absolut fantastisch. Generell, das ist auch sowas, was ich an Golden Sun so feiere, weil man merkt wirklich, wie viel Liebe zum Detail da drin steckt. Nein, Detonation. So, mal sehen. Ich will mal sehen, was hier oben ist. Wie lange muss man denn hier stehen? Länger. Okay. Ah, jetzt verstehe ich. Ich möchte bitte wieder runter. Gut. Okay, jetzt weiß ich, wie das Ganze abläuft. Ich habe gedacht, dass es erst ein bisschen anders ablaufen würde, aber gut. Dann weiß ich jetzt, was ich zu tun habe. Die Ranke hier nehmen. Dann den Weg hier nehmen. Hier runterrutschen. Eine schöne kleine Detonation. Es ist aber sehr cool, dass man jetzt auch mal sowas wie Detonation wirklich in den Vordergrund rückt. Das macht es nochmal sehr viel spannender. So, und nochmal Detonation. Und hierher. Und dann dürfen wir jetzt gleich darüber springen und dann den Felsen zur Seite schieben. Und dann haben wir wieder
was hingekriegt. So, und jetzt geht's hoch. Gut, perfekt. So, da hinten scheint noch was zu sein. Da will ich mich nochmal umsehen, bevor wir dann weitergehen. Also weiter nach oben gehen. Was ist denn hier? Das scheint später wichtig zu werden. Vor allen Dingen, man kann hier sehr viel runterrutschen. Und wir haben hier wieder diese rasenden Felsen. Und so. Und war das? So, ich werde nächste Runde. Ich werde mal heilen müssen demnächst. Gut. Dann jetzt hierher. Moment. Nee, das ist. Da ist eine Kiste. Okay, da müssen wir wahrscheinlich später hin. Da müssen wir wahrscheinlich von oben her arbeiten. Und mit runterrutschen und allem Möglichen. Das sehe ich mir, wenn. Oh. Nee, ich kann da ja gar nicht hin. Hehe. Scheibe. Das heißt, ich muss hier irgendwas machen. Oh. Eins daneben. Na toll. Aber es gibt natürlich immer wieder einen Weg zurück. Und wir haben auch ein paar Sekunden, bis wir dann darüber können. So. Gut, dann jetzt dahin. Da vorne müssen wir runterrutschen für die Truhe. Ja, dachte ich mir. Oh, und hier brauchen wir Seiltänzer. Das haben wir lang nicht mehr gebraucht. Schön. Obwohl. Ah, wir müssen jetzt wieder hochklettern. Ich muss mal langsam was für meine PP tun. Die gehen langsam runter. Sogar ziemlich. Hier. Nee, obwohl, nee, eigentlich, die regenerieren sich ja auch beim Laufen. Es geht eigentlich noch ganz gut. So. Na, aber wir können verdammt gut klettern. Und ein Dämon. Oh oh, schnell erledigen. Weg damit. Und ich habe beschlossen, wir müssen mal heilen. Was ist jetzt hier? Ah, hier brauchen wir den Seiltänzer. Ich glaube, ich habe mich vor ein paar Parts beschwert, dass wir nicht so viel Seiltänzer benutzen. Das hat sich ja jetzt wohl geändert. Und, ah, okay. Ich verstehe. Wir müssen jetzt über das Seil rüber. Ja. Dann hierher. Detonation. Dann hierher. Oh Gott, nein. Jetzt könnten wir es nicht mehr schaffen. Oh Gott, schnell rüber. Oh, das war ein knappes Ding. Das hätten wir beinahe nicht mehr geschafft. Okay, jetzt sind wir hier. Dann müssen wir nach hier. Den Felsen verschieben. Dann hier lang. Hier könnten wir nach oben. Daneben könnten wir auch nach oben. Aber das mache ich gleich erst. Oder? Moment, was war denn da jetzt? Das wollte ich nochmal sehen. Und. Oh, da ist wieder eine Truhe. Okay. Ich sehe schon, hier ist ein besserer Weg. Hier ist das. Dann müssen wir nach hier. Und da ist. Okay. Nee, hier kommen wir nicht so wirklich weiter. Wir müssen nach hier. Dann müssen wir uns hier umsehen. Gut, da brauchen wir Verschieber. Da? Da brauchen wir da Verschieber nicht.
Ich hau mal kurz ab vor dem Kampf, damit ich mir besser eine Übersicht verschaffen kann. Obwohl, das sind, glaube ich. Nee, ich glaube, die Monster kennen wir sogar. Seltsam. Ach stimmt, hier war ja was von wegen. Man kann rüberspringen oder nicht, ne? So, da wir es hier runter schaffen, ist das hier wieder der Rückweg. Ja. Dachte ich mir. Okay, das heißt, wir müssen zu der äußeren Säule. Und die mit Verschieber, die brauchen wir dann auch. Die muss ich dann auch gleich wieder neu machen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, die muss ich wieder neu machen. Macht aber nichts. Das ist nur ein klein wenig zurück. Hauptsache ist ja, wir kriegen es hin. So. Einmal hier. Gut, ich war kurz abgelenkt für einen Moment. Ich habe gedacht, ich hätte was gehört. Naja, egal. Machen wir kurz den Kampf zu Ende. Gut. Und, Level 38. Sehr schön. Haben wir bald wieder Level-Ups. Das ist doch sehr toll. So, einmal Verschieber. Nicht versanden, verschieben. Und, wow. Dieser Hintergrund alleine. Fantastisch. Das sieht so toll aus hier. So, wir müssen jetzt nach hier und nach hier. Und deswegen musste man das mit der Säule machen. So, dann müssen wir jetzt hier Detonation. Dann macht er die Säule da vorne kaputt. Gut, dann nach hier. Dann dorthin. Dann müssen wir jetzt wieder ein Stückchen nach unten. Oder nee, wir müssen nach hier. Wenn wir nach unten gehen würden, wäre das ja blöd. Gut, dann nach hier. Und hier können wir dann weitergehen. Okay, was ist das? Oh je. Viecher, die gegenseitig Feuer zuschießen, wie am Eingang. Das ist gar nicht gut. Also ich schätze, wir müssen erst hier außen alles durchsuchen, bevor wir dann auch noch ins Innere können. Ins Innere können wir höchstwahrscheinlich auch noch. So, was wäre denn, wenn ich hier runtergehe? Das will ich erstmal sehen. Okay. Ah, alles klar. Was ist hier? Eine Kiste. Die Kiste haben wir doch vorhin gesehen, oder? Und eine Echsenhaut. Ach ja, das ist ein Schmiedematerial. Das ist super. Ah, und das ist eine Abkürzung. Okay, gut. Dann haben wir jetzt eine Abkürzung gemacht und noch eine Truhe bekommen. Das ist sehr gut. Okay, das können wir jetzt noch nicht machen. Dann müssen wir erst weiter nach oben. Was ist das? Kleiner Tod. Okay. Sieht interessant aus. Gut, wir haben gelevelt wieder. So, kurz abwarten. Dann nach hier. Dann nach dort. Dann nach hier. Höher, höher, höher. Höher! Nein! Oh, ein Glück, wir haben es geschafft. Da ist eine Sackgasse. Wenn, dann müssen wir nach dort gehen. So,
So, gleich schießt er wieder. Jetzt klettern. Gut, dann nach hier. Oh, das ist total gefährlich hier. Also wenn ich jetzt hier wirklich statt an Felix Stelle hier hochklettern müsste, ich würde so einen Bammel haben. Und der macht das hier einfach ohne zu murren oder zu knurren und... Mein Respekt, wirklich. Wow, was ist das denn? Okay. Das sieht interessant aus. Oh, ich glaube, ich weiß, um was es geht. Sowas in der Art hatten wir doch schon mal früher. Detonation einsetzen, das schießt darauf und dann macht es die Wand kaputt, oder? Dachte ich es mir doch. Wow. Naja, es ist einfach nur eine weitergeleitete Bombenexplosion, wenn man es so will. Wirklich fantastisch gemacht, wie man das alles eingebaut hat. Wow. Ich bin begeistert von den Dungeons hier. So, und das ist jetzt das Innere des Magma-Felsens. Gut, dann würde ich jetzt sagen, beende ich hier den Part. Und im nächsten Part geht's weiter.